kann die Folge nicht normal anfangen. Ray ist schuld, dass wir abgeschossen wurden. Der Sack hat uns nicht geplündert. Er ist sogar schuld, dass wir fast verreckt sind. Der Drecksack! Wir gucken jetzt diesen Scheiß. Alter, der andere, wir wurden eigentlich... Ganz ehrlich, jetzt, wenn wir es nur normal sehen. Wir waren Alp. Die Alps wollten uns gar nicht exekutieren, sondern Saddam und Ray haben uns abgeschossen. Und gemäß der Pflicht, dass wir unsere Mission nicht erfüllt haben, beziehungsweise also versagt haben, wurden wir exekutiert, weil das im Prinzip der... Das ist ja deren Dinger. Deren Pflicht, das ist ja deren, ja... Deren Regelwerk, könnte man so sagen. Alter, ich muss diesen Brief lesen. Nur ist der Scheißbrief. Der Alp-Commander, der den Volksmund die Bestie von Xarkor nennt, soll durch meine Mitarbeit mit allen Mitteln an der Ausführung seiner Mission in Edan gehindert werden. Ich verpflichte mich, alles mir Mögliche dafür zu tun. Ray. Outlaw Tavers, Notiz an mich selbst. Das Zauberwort für den Gegenzauber für die Verwandlung von Menschen in einen Schakal ist Orion. Was ist bloß los mit dir? Dieser Tonfall verrät mir, dass irgendwas im Busch ist. Sagt dir der Name Saddam irgendetwas? Du weißt es also. Was weiß ich? Ja, der Mist mit deinem Gleiter. Ja, verdammt. Ich war der Schütze, der dich vom Himmel geholt hat. Tut mir leid, ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Wovon? Deinem Vertrag mit Saddam? Deinem Verrat? Ich hatte keine andere Wahl. Er hätte sonst... Ich mag ihn zu sehr, als dass ich ihn dafür bezahlen lassen kann. Ja, Saddam kann überzeugend sein. Ich kannte dich nicht. Kältiges Für mich Fliegen. Warst du nur ein weiterer dieser Mörder aus dem Eispalast. Heute weiß ich, dass du viel mehr bist als das. Du wirst die Geschicke der Welt lenken, wenn du erst einmal wieder im Eispalast bist. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Was hat Saddam dir für deine Rolle in dieser Geschichte gezahlt? So ist das nicht, mein Freund. Er hat meinen kleinen Bruder, Tom. Er hat gedroht, Tom zu töten, wenn ich ihm nicht bei seiner Sache helfe. Ja genau, jetzt weißt du, warum ich mit dir nicht darüber reden wollte. Jetzt verstehe ich den Eintrag in deinem Vertrag mit Saddam. Es ging um die Verwandlung von einem Menschen in einen Schakal. Was? Wovon redest du? Ich denke, Saddam hat deinen Bruder in einen Schakal verwandelt und ihn irgendwo ausgesetzt. Er bewegt sich unter uns, irgendwo, direkt vor unseren Augen, ohne dass wir es bemerken. Aber bist du sicher? Ich kenne Saddam. Das passt zu seinem Charakter. Aber wie können wir Tom dann finden? Das ist doch der Schakal in dem Lager, oder? Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder aufhält. Was? Wo? Im Lager läuft ein zahmer Schakal umher. Ja. Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich habe den Verdacht, dass es dein Bruder sein könnte. Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihm helfen. Ja, und ich denke, ich weiß auch schon wie. In deinem Vertrag mit Saddam fand ich den Trigger, den Saddam deinem Bruder für seine Rückverwandlung eingepflanzt hat. Okay, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Aber beeil dich bitte damit, bevor Tom noch von jemandem aus Versehen über den Haufen geschossen wird. Entzückend. Wo ist Saddam jetzt? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist wieder im Eispalast. Ah ja. Also war er von Anfang an unser... der Bastard. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Du Sack! Ich hasse dich! Wir gehen jetzt deinen Bruder recken. Weil wir... Das geht nicht anders. Das tun wir einfach, weil wir herzensgut sind. Wird geladen! Was? Never! Das gibt's hier nicht. Wir speichern. Der Schakal hier. Alter, wie wird's? Warum haben wir eigentlich Kälte gestiegen? Wir waren so nett zu ihm. Eigentlich hätte ich sagen sollen, du Schwein wirst dafür bezahlen. Du. Komm mal her, mein Junge. Hm. Na gut. Versuchen wir es mal. Orion! Was? Ray? Bist du das? Langsam, Junge. Du bist noch etwas benommen von deinem speziellen Zustand. Was ist denn passiert?
Das Letzte, was ich noch weiß, ist dieser Elexitor. Saddam hat dich in einen Schakal verwandelt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon gut, mein Junge. Das Wichtigste ist, dass du wieder hier bist. Setz dich erstmal. Du wirst dich schon wieder erholen. Tja, was soll ich sagen? Ich schätze, ich kann dir gar nicht genug danken. Mir würde schon reichen, wenn ich mich ab jetzt auf dich verlassen könnte. Seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Offenbar rechtzeitig genug. Ja, und ich kann nicht genug danken dafür. Was habe ich nur getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magallans anvertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Saddam. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch, ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen. Bis auf den letzten Splitter. Wir haben noch eine Menge vor uns, also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ciao. Ignadon. Was? In Ignadon ist ein weiteres Elex-Vorkommen. Okay. Das hört sich so an, als wärst du dir sicher. Allerdings, wir sollten alsbald aufbrechen. Ausrüstungsstatus tolerabel. Erweiterung. Warst du wieder fleißig? Krass, wie sie alle auf mich zurennen, gell? Ah, Ray, du Drecksacke! Aber du, ich mag dich einfach zu sehr. Ist doch okay, du wolltest mich nur umbringen. Alles gut. Ach, süß mit seinem Bruder. Muss mich erstmal sammeln. Sein Bruder ist wieder da. Du bleibst jetzt erstmal bei deinem Bruder. Du bleibst jetzt erstmal hier und kümmerst dich um deinen Bruder. Süße Geschichte hier. Das ist echt eine süße Geschichte. So, Leute. Wir haben Level 35. Level 29 erreicht und haben 35 Attributspunkte. Zu diesem Thema. Die Waffe, die wir tragen wollten. Ich will sie testen. Stärke 64. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ah, Falk. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Die Alps sind der Feind. Die Menschen müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrennen lassen. Du bist ganz komisch. Du bist safe ein Android. Du bist eine Maschine. Gell, Crowny? Was geht bei dir so? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher! Ah, die Waffe sieht nice aus, die wir da haben. Gib dir sofort 10 Attributspunkte. Das ist natürlich auch nice, das müssen wir auch noch lernen. Erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung durchs Töten. Haben wir. Bücherwurm lesen, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Fighter. Und da geben die Rabatt. Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert. Haben wir schon. Überlebenstheorie erhöht deinen Überlebenswert. Das lohnt sich nicht. Oh, hier geht's ja noch weiter. Handwechsel erhöht deinen Handwerkswert, erhöht deine Persönlichkeitswert. Gruppe erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Ist ganz cool. Zahle weniger für deine Verbrechen von mir aus, dir vor nein, Attribut gibt dir zusätzliche Attribute für jeden Levelaufstieg. Das lohnt sich halt leider Gottes nicht mehr. Oder? Es ist halt fast schon zu spät dafür, oder? Etwa nicht. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das einfach mal, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr haben. Sofern deine Kälte zwischen 80 und 100 liegt, der Bonus auf Fernkampfschaden, wow. Ciao! Machen das jetzt einfach mit den Attributen. Ich finde es schade, dass das nicht rückwirkend wirkt. Dass wir halt trotzdem nur die 7 haben, aber es wäre geil. Wäre geil gewesen, wenn es so wäre, aber. Dann kriegen wir wenigstens eine coole Zukunft. Ich weiß ja nicht, wie viel wir mehr kriegen. Ob es ein Punkt oder mehrere Punkte. Wenn es jetzt wirklich 5 oder 10 sogar alt ist, stell dir das mal vor. Das wäre krass. Für die nächsten 5, 6 Level wird es sich schon lohnen. So, die Frage ist, wir haben, glaube ich, ein weiteres Kartenstück, oder? So nicht. So nicht. So nicht. So nicht. Entschuldigung.
Der ist immer frisch. Okay, wir gehen eine Runde pennen. Nach so einem langen Tag. Ah! Krass, wie sich die Story so entwickelt hat und wie viel Erfahrung wir einfach mittlerweile pro Quest kriegen, ist schon pervers. Also 2000 so standardweise ist halt schon heavy. Alter, jetzt ist der Kraut, das mit dem Wiesenkraut-Bug schon wieder da. Wo ist das Ding, wo wir gesehen haben? Hier. So, wir haben eine neue Waffe, Leute. Wurde mal Zeit, dass wir was Neues haben. In dem Fall würde ich sagen, Kaja, schauen wir nach dem Elex. Okay, schauen wir uns dein Elex in Ignadon mal an. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der Krater. Hier ist das Elex erstmals auf dieser Welt erschienen. Der Einschlag des Meteors verteilte es dann überall auf der Welt. Und heute sammeln wir es wieder ein. Nun, es scheint noch genug hier zu sein, dass es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. Nicht schlecht. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Es ist irgendwo da vor uns. Haben wir das als Questcard automatisch markiert eigentlich? Ja. Wir speichern ab. Und mal gucken, was die neue Waffe so drauf hat. Bin ich mal gespannt. Okay, das Gift ballert. Das Gift ballert. An dem Gegner war es, wie ich zu sehen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir sonst machen. Gucken wir mal ihn. Okay, so viel krasser ist die Waffe irgendwie nicht. Ich bin fast minimal enttäuscht. Was haben wir noch? Komm, wir probieren mal den Dualhammer. Aber nur just for fun. Weil ich habe das Gefühl, dieser Schaden, der da aufgezeigt ist, das stimmt nicht immer überein. Der stimmt tatsächlich nicht genau überein von dem, wie viel Schaden wir wirklich machen. Okay, ich glaube aber, der Hammer macht jetzt auch nicht den Schaden, wo ich erwartet habe. Und es ist die Meere. Keine Ausdauer. Okay. Alter. Okay, das Gift ist ganz nice. Das muss man dem Ding lassen. Das Gift macht ganz gut Damage. Also sie macht schon mehr Schaden als unsere alte Waffe, wie es aussieht. Aber nicht so den Schaden, den ich eigentlich erhofft hätte. Der Gift-Damage ist halt ganz neat. Ach, wir müssen da runter, okay. Ja, in dem Fall laufen wir wieder außen oben zurück. Ich will da nicht runterspringen, nicht, dass das wieder verbuggt. Ich traue dem Spiel nicht. Krass, dass einfach mit dem Regen generell aussieht. Also grafisch ist das schon so ein Ding. So, dann geh mal meditieren, während ich auf dich warte. Oh, hallo. Okay, der Damage ist schon krass. Okay, der ist heftig. Oh, Schwefelbocken. Haben wir den gerade gelootet? Ja. Wir sind da. Hier ist es. Die Gegend ist alles andere als einladend. Aber gut, ich werde mein Glück versuchen. Tritt ein Stück zurück. Also der Hall ist nicht ganz normal. Oder halt es in so einem kleinen... Eigentlich eher weniger, nee.
unwahrscheinlich. Viel zu kantige Ecken, die sind nicht glatt, also der Hall und der offen nach oben, das kann nicht so hallen. Hallo? Alles okay? Was ist passiert? Ich denke, ich habe mich... Es war einfach zu viel. Konntest du etwas hören? Ja, das konnte ich. Und es ist... Wir sind verloren. Wovon redest du da? Der Meteor. Er ist nicht zufällig auf Margalan getroffen. Das Elex selbst hat ihm seinen Weg zu uns hierher gewiesen. Es hat etwas vor. Es hat einen Plan. Es will uns auf etwas Großes vorbereiten. Vorbereiten? Auf was? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich fürchte, es wird unsere Welt verändern. So wie es das Elex ohnehin schon getan hat? Nein, nein. Das ist etwas anderes. Das, was noch kommen wird, wird viel weitreichender sein. Das Elex sprach von seinen Herren und dass sie es sind, die unsere Welt eines Tages übernehmen und auf ihre Bedürfnisse anpassen werden. Das ist wahrscheinlich, ne? Teil 2 der Teaser? Die Herren des Elex? Wer sind sie? Wo sind sie? Was sind sie? Was wollen sie? Ich kann dir nur sagen, was das Elex mir gesagt hat. Und das war nicht besonders viel. Aber sollte es diese Herren des Elex wirklich geben, und sind sie auch tatsächlich so mächtig, dann erfahren wir es früh genug. Spätestens dann, wenn sie sich offenbaren. Wer weiß, was die Zukunft dann für uns bereithält. Du glaubst also, dass uns vielleicht ein noch größerer Krieg bevorsteht, als der, in dem wir gerade stecken? Ich weiß es nicht. Wann wird das passieren? Schwer zu sagen. Da war das Elex nicht ganz eindeutig. Das ist nicht gerade viel. Tut mir leid. Mehr kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Hoffen wir das Beste. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Hier hast du Nana. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Vergöttert dich. Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Ach ja? Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Das ist wohl sowas wie der männliche Beschützerinstinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich fand es interessant. Ich fand es interessant. Ja? Ich... nun denn? Nun denn? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Oh, bahnt sich da was an? Hast du erreicht, was du wolltest? Ja, eigentlich schon. Bam. Das heißt aber nicht, dass es mir gefällt. Viele Erkenntnisse über die Dinge, wie das Elex unsere Welt verändert, sind überwältigend und sehr mächtig. Ich kann jetzt viel klarer sehen und habe verstanden, wie das Elex wirklich funktioniert. Es lässt mich jetzt Dinge tun, von denen ich vor ein paar Tagen nur hätte träumen können. Und trotzdem hinterlassen mich diese Erkenntnisse mit einem sehr beklommenen Gefühl der Ohnmacht. Du bist möglich was? Du bist möglicherweise der mächtigste Mensch auf Margalan. Und du fühlst dich ohnmächtig? Ich bin nichts Besonderes, wie ich es vielleicht immer gedacht habe. Ich musste erkennen, dass ich bestenfalls nur einer Laune der Natur gleichkomme. Dem Elex und denjenigen, die es kontrollieren, gehört die Zukunft. Denn das Elex gehorcht jedem, der Zugang zu ihm findet. Das ist seine Natur. Es ist weder gut noch böse. Es hat keine Skrupel oder Emotionen. Es wurde erschaffen, um zu dienen. Wer am Ende entscheidet, was mit dem Elex geschieht, entscheidet über das Schicksal unserer Welt. Und ich habe Angst davor. Gut. Gut. An meiner Seite ist immer ein Platz, wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark.
Haha, okay, komm, gib's ihm. An meiner Seite wird immer ein Platz für dich sein. Gemeinsam sind wir stark. Ja, ich weiß. Ich werde darüber nachdenken. Ach ja, und vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich das alles niemals geschafft. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Alles gut. Da- ja. Okay, krass. Dann haben wir die Story jetzt auch hinter uns. Dann gehen wir mal. Wir haben da irgendeine Quest bekommen, mehr als nur Freunde. Was ist das? Kaya ist mittlerweile mehr als nur eine treue Gefährtin. Es wird vielleicht Zeit, der Einsamkeit ein Ende zu setzen. Und wie machen wir das? Wie mache ich das? Vielleicht müssen wir an einen romantischen Ort. Ich kenne da einen Platz in unserem Lager. Komm mal mit. Ich habe da so ein stilles Örtchen. Willst du nicht mitkommen? Ja, genau. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, richtig. Kannst du gleich. Guck mal, ich habe hier ein Doppelbett. Möchtest du mit mir hier schlafen? Eigentlich ganz nett hier. Hey, hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Ja, und dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon, du weißt doch, was ich meine. Alter, nee. Okay, ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Ich denke, ich bin nicht der Richtige für dich. Ich denke, ich brauche noch etwas Zeit. Komm. Wir haben keine andere Frau in Aussicht, seien wir doch mal ehrlich. Wir müssen das nehmen, was uns zur Verfügung steht. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Ja. Ich... Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. So, da wären wir. Ja, da wären wir. Okay. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Die küssen sich, verfickte Scheiße! Oh mein Gott, das ist süß. Romantiker. Was machen wir hier? Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Oh. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Kaja liebt dich. Kaya. Oh. Guck, wie sie da sitzt. Sie wohnt jetzt hier. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist so süß. Guck mal, sie sitzt da auf dem Bett. Voll süß. Wir haben übrigens den Erfolg Romantiker auf Steam erhalten. Krass. Sie liebt uns.
Und wir hatten Geschlechtsverkehr. Glaube ich zumindest. Hey, warum sind wir eigentlich ausgezogen? So, Erzberserker-Rüstung, Erzberserker-Hose. Danke. Wir haben nicht mal die Erzberserker übrigens Dings, gell? Wir müssen mal den Helm noch kaufen dafür. Gell? Guck mal, die reden da. Das ist eigentlich total süß, wie das langsam alles kriegt zusammen Bier. Echt? Ja, ist okay. Ray? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ja, komm mit. Mitkommen. Natürlich. Du schuldest mir noch mein Leben. Du wirst jetzt den Scheiß alles mit mir durchgehen. Da kommst du gar nicht mehr drin weg. So. Wir haben relativ viel. Ich hätte gern hier eine Werkbank, Leute. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was ausbauen. Hä? Was? Was? Ja, genau das. Ist das so? Ja, das ist so. Hi. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Werkbank der Berserker kaufen. Danke. War ein bisschen teurer, aber... Bis demnächst. Wo steht die jetzt? Hier stand die doch irgendwo hier, oder? Ist das die hier? Nee, hä? Hä? Die war doch gerade eben... War der nicht hier irgendwo hier bei dem? Man hat ihn doch im Hintergrund gesehen, oder etwa nicht? Oder war das hier? War das hier? Ja. Outjuter Duix, Kümmern, die unter der Haut des Unterarms implodiert wird zur Datenspeicherung. Hä? Wird zur Datenspeicherung und Steuerung von Maschinen verwendet? What? Waffe verzaubern. Hä? Hä? Was? Giftschwert. Waffe ausschlachten. Auseinanderschrauben haben wir noch nicht mal. Pures Mana, Eisenerz, Goldbrocken, Leute. Waffe steigern. Wie sieht es eigentlich mit dem Ignis Artifacts aus? Waffe steigern. Können wir den einfach wieder entfernen? Ja, toll. Ja, geil. Release Waffe. Was ist eigentlich damit? Den Outjutor, den haben wir an. Und da kann ich auch Sachen rein. Sachen sockeln, oder was? Bonuserfahrung, Bonusgesundheit, Bonuswuchtschlag. Okay. Okay. Munition von mir aus. Was? Elixier der Heilung, maximale Gesundheit plus 20. Das können wir herstellen. Was kostet das? Wasserflasche, Schnaps und Kronenstöckel. Krass! Dann kriegen wir einfach mal plus 40. Das ist krass. Was geht noch so? Was macht das so? Spruch Geistergestalt plus 1. Amulett des Banditen. Schlösser dann Clown von mir aus. Kraft des letzten Gefechts. Okay. Großer gelber Stein können wir nicht herstellen. Blauer Stein, gelber Stein, grüner Stein, großer roter Stein können wir auch nicht herstellen. Wir können weißen Stein herstellen.
glaube sonst... Der Grüne da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Entschuldigung. Outjuter, Bonus Wuchtschaden. Ach, die kann ich alle in Outjuter machen und dann gibt die halt auch krass. Sowas wie der hier. Bonusresistenz plus 10. Der gelbe Stein war hier. Gab es nicht einen für Erfahrung? Hier. Bonuserfahrung Quest plus 3. Okay, krass. Waffe modifizieren, das blicke ich halt nicht ganz. Was macht es? Mann, was? Mann, Mandibellen? Was sind Chitinpanzer? Schwefelbrocken. Was genau macht es dann eigentlich? Ach, es kriegt eine andere Dings drauf. Es macht dann nicht mehr Gift, sondern... Okay, verstehe. Machen so lange mal den roten Stein mit rein. Von mir aus, dann macht es mehr Schaden. Ich bin da noch ein bisschen überfordert. Ah ja. Und wir haben jetzt 3 Kronstücke oder 2, glaube ich. Wir können damit theoretisch plus 40 maximale Gesundheit machen. Wollen wir das? Wäre halt schon geil. Oder, Eckhart? Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Hm, okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Ja, Sir. Bring mir etwas. Alles. Bring mir was bei. Was kannst du so? Strahlungsresistenz, Rüstung, Tiertrophäen. Ganz ehrlich, nehmen wir. Gutes Geld. Das ist gutes Geld. Rüstung... Könnten wir auch bald mal machen. Und die Resistenzen sollte ich eigentlich auch irgendwann mal machen, aber ich bin noch zu faul. Wir speichern, dass wir diese Gebiete rein können, wenn die mal wirklich auftauchen. So, wir speichern. Wir speichern, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann machen wir mal ein bisschen weiter, hä? Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Lässig. Wie im Bilderbuch. Guck mal, wie es hier weitergeht. Was geht hier eigentlich noch so ab? Stimmt, ich habe die Reaktorspule. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin eine wundervolle Zeit.